So, da sind wir bei The Evil Within 2. Weiter geht's im Mark unterwegs in Richtung Theater. Wir stehen auch schon vom richtigen Ausgang D5 und den nehmen wir auch gleich. Wir haben letztes Mal Yuki getroffen, die Psychologin vom Möbius-Team. Das wollte ich gerade sagen, Psychopathin. Nee, die ist eigentlich ganz nett. Die beißt nicht. Die will nur nicht verraten, was abgeht, weil sie vor mir stand und irgendwie gemeint hat: Oh Gott, das wird doch nicht etwa. Was? Echsenmenschen? Das sollte ich wissen. Muss ich einen Schirm mitnehmen? Vielleicht sind es Echsenmenschen. Ich gehe erstmal ganz kurz hier an den Projektor ran. Wir haben Dia gefunden beim letzten Mal, als wir in der Sauermilchanlage waren. Das war kein Spaß. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. Leider aber. Das heißt nicht, dass es ihn weniger belastet, wie beim letzten Mal schon angesprochen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil von dem, was ihn fertig macht. Was ihn dazu gebracht hat, sich nicht zu rasieren. Was ihn männlicher aussehen lässt. Was ich positiv finde. Ey, man muss immer irgendwie versuchen, das Positive zu sehen. Als man uns Tati sein Gel auf die Brust schmieren lassen. Not looking so good. Let me help you. Ja. Nette Begrüßung. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Du siehst gut aus, wie immer. Kann ich nicht anders sagen. So, was haben wir denn? 10.774. Das ist ein guter Haufen Schleim. Wo packe ich den denn rein? Reflexe. Automatisch ausweichen. Klingt nicht schlecht. Also vom Prinzip habe ich nichts dagegen, wenn ich Dinge nicht mit meinem Gesicht fangen muss. Ich glaube, wenn ein Kampf-Upgrade. Warte mal, was? Fokus, okay. Kannst du in Zeitlupe ballern? Das kostet aber einiges. Beziehungsweise müssen wir erstmal rankommen. Ich nehme erstmal die Schusshaltung, denn ich glaube, weniger Rückstoß ist keine schlechte Sache. 4700. Heilung kurz vor dem Tod. Ich will nicht kurz vor dem Tod stehen. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Wenn ich mich mal heilen muss, um nicht kurz vorm Tod zu stehen, weil ich nicht will, nehme ich das. More at ease, Detective. You found a possible ally in this dangerous world. Not sure about that. I never know who to trust in here. Present company included. A shame. After all we've been through together. Isolation and distrust aren't symptoms of mental illness. But they are unfortunate byproducts of it. Closing yourself off from others does nothing but agitate your condition. You are human. You require connection the way a plant requires light. The only connection I require right now is to your machine. I've still got a long road ahead of me. Sehr nett ausgedrückt von ihr. Ich meine, ich mag sie, aber ich frage mich, ob sie es jemals schafft, ein bisschen mehr Emotion zu zeigen. Vielleicht, wenn wir es irgendwann mal hinkriegen, den goldenen Schlüssel zu finden, der nicht in den Schrank passt, sondern in ihren Keuschheitsgürtel oder vielleicht kann sie grinsen. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Goldene Unterwäsche. Lass mal in Richtung D5 gehen. Hallo, tschüss. Wir werden uns sehen. Und ich hoffe, dass Yuki uns auch noch irgendwie helfen kann. Dass sie vielleicht mit ihrer Recherche, mit ihrer Nachforschung irgendwann soweit ist und dann auch drüber sprechen kann, was sie eigentlich gemeint hat mit: Oh mein Gott, was ist mit Lily? Was ist mit Lily? Wahrscheinlich ist wieder irgendwas mit Lily. Es ist nie was Positives. Ja, ab in Richtung Theater. Ich bin gespannt, was Stefano für uns vorbereitet hat. Ich meine, er sieht sich ja selbst als Künstler. Das heißt, es muss sein großes Ding sein mit irgendwie Gesicht anmalen und vielleicht ist Stefano ein Panda. Möglich wäre es. Ich glaube nicht wirklich, aber die Vorstellung ist echt witzig. Post Plus. Wie Post Plus? Postfiliale oder was? Dann wo kommen wir an? Direkt meine Resonanz. Okay, irgendwo direkt hinter der Tür. Ich habe echt zu viele Harpunen, Mann.
Es gibt in Union wenige Wale und selbst wenn, würde ich die nicht jagen, sondern ich würde auf diesen Walen reiten, um Zombies zu jagen, ist ganz klar. Ich kann auch dem Wal nichts zuleide tun, Mann. Meine gewaltigen, langsamen Bros. Das Wichtigste zum Anfang natürlich, erstmal mit einer Tasse Kaffee starten. Auch wenn ich es nicht energiemäßig brauche, aber ich brauche einfach den Kaffee in mir, Mann. Keiner mehr darum fragen, das ist ein Ding. Autos brauchen Sprit. Nicht nur, wenn sie müde sind. Immer. Von dem her. Es ist ungefähr das Gleiche. Wir gehen mal da raus und schauen, wer da direkt vor der Tür war. 12 Meter. Oh, okay. Es war wirklich direkt vor der Tür. Was ist denn mit dem Kollegen passiert? Also nichts Gutes, das sehe ich. Aber was genau? Wie furchtbar war es wirklich? Das war auch das Letzte, was du gemacht hast. Niemals ausruhen, wenn du Blut verlierst, Mann. Wenn du einmal einschläfst, dann war's das, Junge. Von dem her, er hätte lieber Stepp tanzen sollen. Stevens. Also ein Schlüssel. The theater. I'm coming for you. Oh, eindeutig. Yep. Nicht wirklich schwierig zu finden. Da suche das Theater. Das machen wir auch gleich. Was haben wir denn eigentlich? Geschäftsviertel. Okay. Nicht so ganz klein. Eine Größe ähnlich irgendwie wie die erste Passage. Die Wohngegend. Oh! Das ist ein funky riechender Typ. Digga, ich sehe von hier, dass du stinkst. Ich muss nicht näher kommen, das ist kein Vorurteil. Ich sehe. Das, weißt du, wie ich meine? Ich könnte dich verklagen. Weil das ist echt schon penetrant, Mann. Okay, einfach mal vorbeischleichen. Er kann einfach nicht durch die Wolken durchgucken, der sieht nicht wirklich gut. Ist auch irgendwas hier, was man vergessen könnte. Warum solltest du deine Beine heben? Völlig richtig, Sebastian. Oh, okay. Na komm schon. Habe ich denn irgendwie aufgescheucht oder ist es die Begrüßung? Warte mal, was? Hat er einen harten Schädel oder war das erste kein Headshot? Ich plädiere aufs Zweite, hoffentlich. Ganz genau, so richtig, du solltest auf diesen Mülleimer klettern. Du solltest da nicht reinschauen, nein. Und eventuell Waffenteile oder Schießpulver oder, keine Ahnung, die finale Weisheit daraus ziehen. Nein, nein, kletter auf den Mülleimer. Löst all unsere Probleme. Fujidu. Dann wollen wir doch mal einen kompletten Automaten ausräumen. Eine Sicherung? Das ist neu. Kann also auch anderes Zeug rauskommen. Ich meine, was war das letzte Mal? Wie eine Gasgranate? Irgendwie so eine Kartusche, die du aus Wasser, aus dem Wasserhahn Sprudelwasser machen kannst. Haufen Blut und grünes Gel. Sammelt doch einer. Oh. Some of these are locked. Sieht so aus, Sherlock. Hast du gut gesehen. Jetzt brauchen wir noch irgendeine Möglichkeit, die zu entsperren. Oh, okay. Er hat auf jeden Fall was vorbereitet. Fängt schon direkt davor an. Schön. Bevor wir ins Theater gehen, schau mich erstmal noch ein bisschen um in der Ecke. Loot erstmal ein bisschen. Schau, ob irgendwelche Häuser offen sind, wo ich reingehen kann. Vielleicht finden wir Geister. Das ist nicht mal so absurd im Spiel. Ja. Irgendwelche Dinger, die keine andere sehen kann? Geister, reicht doch. Okay. Okay, Mr. Genozid, dann tu das.
Das war auch nicht arg weit entfernt. 37 Meter. Das heißt, die Resonanz müsste irgendwie um die Ecke da vorne sein. Kann ich da Geld abheben? Brauche ich Geld? Ich brauche kein Geld. Kann ich irgendwie Sicherungen abheben oder so ein Scheiß? What? Oh. Ich dachte, das ist ein gewaltiges Lagerfeuer, wie ich gemerkt habe, das ist kein verbranntes Holz. Ich meine, vielleicht hieß der Typ Holz mit Nachnamen, aber sieht aus, als hätte da jemand irgendwelche Bros geröstet. Geröstet, nicht geroastet. Geroastet ist okay. Das muss man machen mit deinen Bros, Mann. Was machst du sonst, weil ich nicht die ganze Zeit gegenseitig roastest? Das ist ein Ding. Und wenn ihr es nicht tut, dann sucht euch richtige Freunde, mit denen ihr euch roasten könnt. Aber das Rösten, Mann, das machst du nicht mit deinen Bros. What? Holy shit. Okay. Ist ja gut. Thors Hammer vom Himmel, Mann. Ist da noch mehr? Ah, nee. Das ist die von da drüben. Schauen wir, was der gemacht hat. Oh nein. Endlich mal einer, der eine richtige Reaktion hat. Oh Gott, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was passiert. Oh fuck. Wir hatten die zusammengeschnürt. Ey, die ist doch. Die sah aus, als hättest du den Döner fallen lassen beim letzten Mal. Und jetzt ist sie wieder ganz. Geschnürt wie ein Korsett, okay. Lass mal der Alten nicht in die Arme laufen. Wenn es so eine wiederkehrende Tussi ist. Dann gibt's bestimmt bessere Momente, wo man da wirklich gegen sie kämpfen kann. Ich habe auf dem Platz nicht wirklich viel gesehen, wenn ich was anfangen kann. Von dem her, bevor ich jetzt meine Ammo wild wechseln in die Alte reinpump. Ja, lass mal. Manchmal ist Laufen das Beste. Oh, die hat uns auch echt schnell aus den Augen verloren. Ich bin einfach reflexartig um die Ecke gelaufen und das hat scheinbar schon gebracht. Oh, die ist noch am Kichern. Was kann so lustig sein, Mann? Was sieht die Frau? Habe ich um die Ecke wieder irgendwas verpasst, Mann? Was ist da? Eine Jojo spielende Katze, das wäre amazing. Dafür würde ich die Alte umlegen, nur um danach in Ruhe der Katze zuschauen zu können. Gott, ich... Oh, shit, okay. Folgt die mir oder ist es Zufall, dass sie gerade so schnell in meine Richtung kommt? Ich gehe mal schnell in die Richtung. Oh, oh shit, jupp. Die ist penetrant. Komm, Lady. Hab da was für dich. Was ist mit dem passiert? Ein Kopf durch den Zaun. Das ist nicht die Taktik, die man fahren sollte hier in Union. Glaubst du, ich kann mich? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Nimm den mit. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Oh, Gott. Bin ich auf dem Friedhof gelaufen, ohne Stamina. Das ist eine ganz schlechte Situation. Autsch. Gewaltige Kreissäge. Oh, die gankt mich. Das ist Dark Souls. Ah, shit. Okay. Unfreundlich, Mann. Ich mochte den Torso. Der hat meine Beine und meine Schultern zusammengehalten. Wie auch immer. Es war nicht die richtige Richtung zum Ausweichen. Definitiv nicht. Okay. Das heißt, die Alte creept auf jeden Fall hier in dem Bereich rum. Ich weiß nicht, ob ich sie bekämpfen muss. Also ich meine, ich hänge nicht wirklich fest gegen sie. Ich muss nicht irgendwie raus. Ich bin in der Stadt. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal in Richtung Theater und schaue mich mal da um. Ist ja gut. Wir gehen dahin, wo wir hin sollten. Und von da an können wir wahrscheinlich dann beide gucken. Sieht, also von da oben hat es
nicht so wirklich ausgesehen, als wenn ich einfach reinlaufen könnte. Mit den Bildern, die da vorhängen. Aha. Was zur Hölle soll das sein? What the hell are these things about? Damn it. Lily's inside there. You did not appreciate my beautiful Obscurus performance. Perhaps this one is more to your liking. Listen. No! Sorry, help me! I'm preparing my greatest work yet. But you are not worthy enough to witness it. Not until you learn to respect my art. Listen. Listen to their screams. The echoes of my work. Der hat doch Lack gesoffen. Respect art, huh? Time to put Hoffman's theory to the test. Wobei wahrscheinlich Farbverdünner hat er gesoffen. Kapitel Nummer 7. Ein Auge für Kunst. Okay, 175 Meter, 139 Meter. Stephanus, Kunst? Ich finde gut, dass nach Kunst ein Fragezeichen ist. Das ist echt fragwürdig, ob man das Kunst nennen kann, Digga. Aber gut. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen was tun, um hier reinzukommen. Gut, dass ich dann gerade draufgegangen bin. Und nicht durch die komplette Stadt gelaufen bin, ohne zu merken, dass ich eine Aufgabe habe. Die Frage ist, hätte ich triggern können? Die Frage ist, hätte ich es triggern können, ohne vorher dahin zu gehen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, da haben wir die roten, das ist die unbekannte Resonanz, der Typ, der irgendwas sieht, was nur er sehen kann. Kann man ja schon. Okay. Das waren die einfach. Invasion der Elefantenfüße, oder? Was unter was für einem Titel steht das? Ich gehe mal da lang. Dann irgendwie bringt dieses komische Elefantenfuß-Tentakel-Ding immer irgendwelche Gegner mit. Schlüpfen die aus seinem Knie, ich habe keine Ahnung. Okay, ich hab da was für dich. Es ist zu gut, Mann. Es ist zu gut. Aber nur ein Schuss zentral, das war's. Auf die 12 und dann war da keine 12 mehr. Dann war da auf dem Boden 1 und eine 2 verteilt im Abstand von 5 Metern. So muss es sein. Okay, 60 Meter. So wirklich weit entfernt. Ich denke, wir schauen uns halt erstmal das an. Außer ich werde auf dem Weg abgelenkt und finde wunderbare Dinge, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen kann. Zum Beispiel Nägel. The fuck? Oh. Sounds like someone's in trouble. Sieht so aus. Da ist ein toter Möbius Operative. Oh ja, auf dem. Das ist ein Parkplatz da drüben. Hey, fucker! Ich weiß gar nicht. Ich sehe niemanden. Okay, ich muss irgendwie da reinkommen. Dass er irgendwie drauf geht und ich ihm nicht helfe. Ah, shit. Irgendwie hat es nicht bemerkt. Habe ich vielleicht noch Zeit irgendwie. Ja, wo. Das ist eigentlich. Wohin führt dieses Ding? Okay. What? Na komm her. What? Ach du Scheiße, das tötet ihn nicht? Bist du denn bescheuert? Hätte ich das gewusst? Willst du mich verarschen? Ey, das ist einfach so eine dürre Alte im Nachthemd und die nimmt einfach mehr als die buffen mutierten Typen, die wir sonst immer treffen. Okay. Merke, das stinknormale Harpune ist um einiges hilfreicher gegen die Tussi. Sprengfallen nicht so wirklich. Ich hätte gedacht, dass sie dann danach zumindest. Oh, Tasche für Schrotmunition. Nice. Das hatte ich gerade voll auf dem Radar. Ich dachte zwar irgendwie Pistolenmunition oder so ein Scheiß. Nope, was richtig hilfreich ist. So, schauen wir doch mal, wo der Typ hin ist, der geschossen hat. Ich glaube, die Richtung links war schon ganz richtig, aber
Weiß nicht, ob ich schnell genug bin, dem noch helfen zu können. Ob es überhaupt wirklich ein Timing gibt. Hey, der mit seinen gewaltigen Beinen. Hey, du mit deinen gewaltigen Beinen. Was sei schon wieder die... Soll die Störung eigentlich schon wieder? Oh nein. Oh nein. Nicht die Geistertussi. Okay. Oh. Oh, Stephanus Kunst. Ja, da war ja was. Stimmt. Zufällig hier schon hingelaufen. Können wir nicht drüber steigen. Okay, ist die Frage. Will ich jetzt zuerst hier rechts rein oder... Ich versuche dem Typen irgendwie zu helfen. Ich. Oh Gott. Sorry, der muss warten. Ich geh erstmal hier rein. Ey, da kichert's mir schon wieder zu arg von links, von dem her. Die wird ja wohl kaum hier reinlaufen. Was? Blasphemie? Ah, okay. Auch nicht schlecht. Auch smooth nach links geslidet. Du willst keinen Kaffee. Du hast lieber einen Beutel voll Nägel. Ich meine, wenn ich ein Fakir wäre, hätte ich da echt Bock drauf, glaube ich, aber. Kaffee wäre schon geiler. Nice. Zwei Automaten hier. Oh, echt jetzt? Zu dem kommt nur ein Ding raus. Was soll das, das denn? Ist das eine Fleischkartoffel? Wie nennt man das? Könnte auch ein Ohr von irgendjemandem sein. Ich habe es nicht wirklich erkennen können. Nichts, das ich unbedingt mitnehmen sollte, glaube ich. Heilung habe ich genug. Oh, ist alles so shiny hier, Mann. Das ist heftig am Glänzen. Muss immer irgendwie dreimal hinschauen, damit man irgendwie sieht, dass man nichts vergessen hat. Ist hier wirklich nichts? Nope. Wenn es die Beleuchtung dir schwer macht, Zeug zu finden. Na, dann schauen wir doch mal, was... Stephanus Kunst ist. Ich einfach nur irgendwie ein. Oh ja. Ich habe gefragt, muss ich einfach nur ein Bild zerschneiden oder so? Geht auch nichts. So, this is his art? It's just a photo. Siehste, Kollege ist auch enttäuscht. Aber gut. Bringen wir es fertig. Sollte ja nicht so schwer sein. Stab the shit out of you. Shit. Locked. Gotta find a key or something. Oh, fuck. Madame Obscura wartet auf uns. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich durch irgendein Labyrinth da vorne gehen oder durch irgendeine Passage und währenddessen gucken, dass wir nicht von ihr getötet werden, wenn sie ihre Stacheln unter ihren Ballettschuhen auspackt und dass wir den Schlüssel finden, dass wir da reinkommen. Das heißt, das Kunstwerk ist der tote Körper, der drinnen hing. Ich bin gespannt, freudig auf eine neue spannende Folge The Evil Within 2. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.